So Freunde, euer Simon hier, es ist Samstag und heute mal ein kleines außerplanmäßiges Video. Aus dem Anlass, dass gerade ein sehr, sehr cooler Spot fertig geworden ist, bei dem ich mitgemacht habe. Ihr wisst ja, ich war letzte Woche zu so einem Dreh in Berlin von Magine TV, also so einem Streaming-Portal. Und der Clip ist sehr, sehr lustig geworden. Und deswegen wollte ich einfach in dem Zusammenhang ein kleines Video machen. Das Video natürlich auch verlinken. Das heißt, in der Infobox unten könnt ihr das Video euch mal angucken. Es ist sehr lustig geworden. Es ist sehr, sehr witzig geworden. Und deswegen heute auch so ein kleines, wirklich kurzes Thema dazu. Und zwar werde ich oft gefragt, Simon, warum bist du immer so gut drauf? Warum lachst du immer? Warum scheinen dir Dinge nicht viel auszumachen? Und das ist tatsächlich, es ist so, ich bin wirklich oft gut drauf. Ich nehme Dinge mir nicht so zu Herzen. Viele fragen mich auch, wie gehst du vielleicht mit schlechten Kommentaren um in der ganzen Welt? Und eine gute Antwort ist tatsächlich, wenn ihr einfach mal schaut, was ist überhaupt Humor? Was ist Humor? Wie ist die Definition von Humor? Ich habe es mir kurz mal aufgeschrieben, weil ich es eigentlich ganz witzig fand, weil das trifft wahnsinnig gut, so meine Einstellung zu dem Ganzen. Die Definition von Humor. Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Situationen, Schwierigkeiten und Missglücken oder Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Das bedeutet tatsächlich, diese heitere Gelassenheit, ihr müsst wirklich, deswegen auch der Titel des Videos, also zieh mal den Stock aus dem Hintern, ihr müsst euch wirklich so ein bisschen, ja, von diesem Druck immer perfekt zu sein und auch von dem Gedanken, dass andere irgendwie perfekt sein müssen oder dass alles immer so läuft, wie ihr es haben wollt, ihr müsst euch davon so ein bisschen befreien und da tatsächlich mit so einer heiteren Gelassenheit an euch und an andere Dinge im Leben einfach herantreten. Es macht wahnsinnig viel aus, wenn man über sich selbst lachen kann, wenn man sich nicht alles so zu Herzen nimmt, wenn man wirklich so eine gewisse Selbstironie an den Tag legt. Alle von uns machen Fehler, allen passiert irgendwie mal was und dieses Ich, also diese Persönlichkeit von euch selbst, die ist auch gar nicht so stabil, wie ihr das denkt. Das heißt, ihr müsst da wirklich, ihr seid oftmals geleitet von unterschiedlichen Dingen, auf die ihr gar nicht so stark die Einwirkung habt. Deswegen müsst ihr einfach, um glücklich zu sein, um die ganze Zeit happy zu sein, die Fähigkeit lernen oder haben, über euch selbst zu lachen. Lacht auch einfach mal. Ihr glaubt gar nicht, wie gesund Lachen ist. Also selbst wenn ihr wirklich lacht, wenn ihr über einen Witz lacht, wenn ihr euch ein lustiges Video anguckt, wenn ihr lacht, muss der Körper sehr, sehr viel Muskulatur bewegen und um die Mundwinkel hochzuziehen. Beim Lachen selbst passiert im Gehirn ganz viel Spannendes. Also es wird sehr, sehr viel Serotonin frei, das macht uns glücklich, das macht uns happy. Außerdem wird tatsächlich Adrenalin, Cortison wird ein bisschen gehemmt. Das heißt, die ganzen Stresshormone werden wirklich ein bisschen gehemmt. Ihr fühlt euch besser, ihr seid happy, ihr könnt wirklich auch klarer denken. Es hat auch ganz viele Auswirkungen auf das Immunsystem und so weiter. Also es hat ganz viele Auswirkungen, deswegen versucht wirklich zu lachen, versucht Humor zu bewahren, versucht wirklich mal euch nicht ganz so ernst zu nehmen. Guckt das Video gleich mal, ich finde, es ist sehr, sehr lustig geworden. Ich musste mich die ganze Zeit kaputt lachen und es ist trotzdem was Witziges draus geworden. Abonniert den Channel, wie gesagt, wir wollen Spaß haben, wir wollen mit Humor an das Ganze rangehen. Wir wollen trotzdem natürlich den Ernst unseres Ziels nicht aus dem Auge verlieren. Wie gesagt, aber auf dem Weg gibt es immer mal wieder kleine Hindernisse, die wir nicht so ernst nehmen sollen. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei und macht beim Trainingsernährungssystem mit, wenn ihr da wirklich so einen Leitfaden braucht, der euch ans Ziel führt. Freunde, in dem Sinne, bin ich raus mit einem Lächeln und wünsche euch viel Spaß bei dem Video, das ihr jetzt anklicken könnt und euch das mal angucken könnt. Bis dahin.